Wir sind hier in der reformierten Kirche von Bremgarten. Meine Gesprächspartnerinnen sind drei Frauen mit unterschiedlichem kirchlichem Hintergrund. Du hast als erstes Monika Kern, Sozialdiakonin in unserer reformierten Kirchengemeinde Bremgarten-Mutschellen. Grüezi miteinander. Zu ihrer Rechten sitzt Chastri Kasut. Sie hat ihre Wurzeln in der evangelischen Gemeinde Bremgarten. Sie ist auch Mitglied von der reformierten Kirche und macht zurzeit eine Weiterbildung in ökumenischer Theologie. Grüezi miteinander. Und zur Linken von der Monika Kern ist Cecilia Stutz. Sie ist Leitungsassistentin vom Pastoralraum Bremgarten-Rüsstal und auch sonst noch vielseitig in ihrer Pfarrei engagiert. Grüezi miteinander. Euch drei verbindet, dass ihr im März jeweils eine Fastenwoche organisieren und auch mitleben. Jetzt ist in unserem Kirchenblatt Treffpunkt Kirche das Thema Fasten im Februar aufgegriffen worden, zum Thema Fasten, freiwillig oder gar nicht. Darum meine erste Frage an euch. Wie freiwillig ist euer Fasten? Oder ein bisschen zugespitzt gefragt, was motiviert denn euch zum Fasten? Meine Motivation ist das Ausbrechen aus dem Alltag, aus den Gewohnheiten. Es fasziniert mich jedes Mal wieder von Neuem, wie der Körper darauf reagiert. Ich werde langsamer, die Haut wird feiner und auch nach vielen Jahren Fastenerfahrung ist es jedes Jahr wieder etwas anderes. In dieser Zeit verbinde ich mich auch mehr mit den Menschen, die nicht jeden Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen können. Ich faste schon seit 11 Jahren in dieser Gruppe. Es fasziniert mich, einmal eine Woche keine feste Nahrung zu mir zu nehmen. Schon vorher hat das irgendwie mich lustig gemacht, mal an dieser Woche teilzunehmen und zu schauen, wie man das so aushaltet. Es gibt auch Freiraum, wo man dann durch vertiefte Spiritualität nutzen kann. Man hat mehr Zeit für Kontemplation, für Meditation und für Gott sein. Ich faste schon seit über 20 Jahren und erlebe das eigentlich immer gut. Ich tue in dieser Fastenwoche bewusst mich von Äußerlichkeiten abgrenzen, von äußeren Einflüssen, von all den Informationen, die man bekommt, in den Medien und so. Was ich sehr schätze, was mir sehr gut tut, ist, das nach innen gerichtet sein, Zeit mit mir verbringen, mich besser zu spüren, auch den Hunger auszuhalten, auch was es heisst, nicht immer gerade etwas zu essen. Auch bewusst in der Stille sein mit mir selber und mit Gott. Und was ich in dieser Fastenwoche auch sehr schätze, ist das Miteinander. Es ist motivierender. Ich empfinde es auch als einfacher, wenn man miteinander fastet. Und wir haben es auch sehr lustig in der Gruppe. In der Bibel finden wir verschiedene Hinweise und auch Berichte vom Fasten. Angeordnetes Fasten wird zum Beispiel im Prophet Jona als durchaus positiv bewertet. Wir wissen von unseren orthodoxen Glaubensgeschwistern, dass sie immer wieder angeordnetes Fasten pflegen, wo alle mehr oder weniger freiwillig mitmachen. Denn im Islam wird jedes Jahr im Fastenmonat Ramadan während 28 Tagen von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichtet. Jetzt vielleicht eine Frage an jemanden von euch. Was haltet ihr von angeordnetem Fasten? Im Grundsatz muss jeder, der selber fasten will, auch dazu bereit sein.
Ein verordnetes Fasten könnte also auch eher demotivierend sein. Wenn ich einen guten Aspekt könnte finden drin im verordneten Fasten, dann wäre es der, dass viele Menschen das würden ausprobieren, um zu merken, dass es ihnen gut tut. Kommen wir zu unserem freiwilligen Fasten. Wie sieht denn jetzt eigentlich so eine Fastenwoche ganz konkret aus? Am ersten Abend treffen wir uns und dann verteilen wir das Material zum Abführen. Das ist dann entweder Glaubersalz, Bittersalz oder Magnesium. Wenn man abgeführt hat, dann nimmt man vor allem Flüssigkeiten zu sich. Tee, Wasser und auch ein bisschen Fruchtsaft. Im Tee tut man auch mal ein Löffel Honig. Und man trinkt auch Bouillon oder mal eine Hildegard-Suppe. Zu Abend treffen wir uns jeweils und dort gibt es einen spirituellen Impuls. Dann einen Austausch, wie es uns gegangen ist während dem Tag. Und dort tun wir auch mal lachen miteinander. Und dann tun wir gemeinsam Tee trinken. Nach einer Woche tun wir dann mit einem gebrötelten Apfel gemeinsam das Fasten brechen. Also, wenn es möglich ist, von der Corona-Regeln her. In der Mitte der Fastenwoche machen wir noch einen gemeinsamen Spaziergang. Da gibt es auch spirituelle Impulse. Und etwa im Juni treffen wir uns dann noch zu einem Fastenfest. Also das heisst, jeder bringt etwas mit. Und so feiern wir auch Gemeinschaft feiern mit Essen. Zum Schluss bitte ich euch jetzt noch folgenden Satz vervollständigen. Ich kann die Fastenwoche empfehlen, weil. Ich kann die Fastenwoche empfehlen, weil man ein gutes Körpergefühl hat. Man darf ja dann auch ein bisschen stolz sein, dass man es geschafft hat. Und ich persönlich erlebe es so, dass man am dritten Tag, also bei mir tut sich so der Geist auf. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich viel lebendiger. Und man geht dann auch mit einem positiven Gefühl in den Frühling hinein. Ich kann eine Fastenwoche empfehlen, weil es einem gut tut, weil sie gesund ist, sie tut die Leber entgiften und man fühlt sich dann auch gut und freier und man lebt die Solidarität mit den Menschen auf der Welt, die zu wenig zu essen haben. Ich kann eine Fastenwoche empfehlen, weil es dem Körper und in der Seele gut tut, weil man sich nachher leichter fühlt und das Geniessen und das Schmecken vom Essen viel intensiver wird. Ich danke euch jetzt ganz herzlich für euer Kommen, dem Samstagmorgen in unsere Kirche, in den Chor. Danke für euer Mitteilen, eure Erfahrungen mit dem Fasten. Und ich kann euch sagen, eure Antwort hat mich überzeugt. Ich werde zum zweiten Mal an dieser Fastenwoche wieder dabei sein.